Auf dem Mars passiert etwas ziemlich Mysteriöses. Nicht nur, dass dort Methan gefunden wurde, ein Gas, das hier auf der Erde vor allem durch Tiere und Pflanzen produziert wird. Das absolut Seltsame dabei, es gibt jahreszeitliche Schwankungen und bisher konnte das Phänomen geologisch einfach nicht geklärt werden. Gibt es also Leben auf dem Mars für und wieder? Jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, es kann sich wirklich niemand erklären. Als die ersten Vorkommen von Methan auf dem Mars gemessen wurden, da waren noch alle überzeugt, dass es eine geologische Erklärung geben müsse. Aber hier stoßen die WissenschaftlerInnen immer öfter an Grenzen. Zitat: Das Ungewöhnlichste an dieser Beobachtung sind die relativ großen Schwankungen. Wir versuchen immer noch zu verstehen, wie es zu diesen saisonalen Schwankungen kommen kann. So Chris Webber vom Jet Propulsion Laboratory JPL der NASA gegenüber dem Wissenschaftsmagazin Science. Bisher konnte noch keine stichhaltige Erklärung aus der Geologie gefunden werden. Im Gegenteil, immer mehr deutet auf eine biologische Erklärung hin. Mit den bisherigen Modellen konnten die großen Schwankungen einfach nicht erklärt werden. Der Methangehalt ist zwar wahnsinnig gering, steigt aber jahreszeitbedingt um mehr als das Doppelte von dem Schnitt 0,3 auf bis zu 0,7 Parts per Million, also 0,3 bis 0,7 Millionstel. Und das immer im Spätsommer in der Nähe des Mars-Äquators. Eine geologische Erklärung wäre, wobei noch reine Spekulation, Zitat: Vielleicht wird das Methan, welchen Quellen es auch immer entstammt, von irgendetwas absorbiert. Vielleicht von Poren im Oberflächengestein. So Webber. Meteore wurden vermutet, aber auch diese Idee musste verworfen werden. Selbst massenhafte Einschläge ließen den Methangehalt überhaupt nicht ansteigen. Mike Mummer vom Goddard Space Flight Center der NASA, Zitat: Die andere Erklärung, über die kaum jemand spricht, an die aber fast jeder denkt, ist biologische Aktivität. Auch von Leben erwarten wir schließlich eine gewisse jahreszeitliche Abhängigkeit. Also, was ist da im Boden, was das Gas produziert, dass hier auf der Erde zum Beispiel Kühe beim Rülpsen ausstoßen oder Bakterien, die verfaulen? Es ist wirklich ziemlich rätselhaft. Im April 2018 soll der Trace Gas Orbiter, kurz TGO, der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, mit der Erkundung der Methanvorkommen beginnen. Dann erreicht er den geplanten Orbit um den Mars, um mit der Untersuchung zu starten. Es ist eines der Hauptmissionsziele des Orbiters, Spurengase, also Trace Gas, also die geringen Methanmengen in der Marsatmosphäre zu analysieren und die Quelle zu finden. Vielleicht wissen wir also schon bald mehr. Wenn ihr kein Video dazu verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen, drückt mal hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn ansonsten kriegt ihr nicht mit, wenn ein neues Video online geht. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Sensationsfund auf dem Mars. Tja, das ist auch ziemlich spannend. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.